Soli Deo Gloria steht über diesem Gottesdienst. Zu Gast ist Ann-Helena Schlüter, eine wunderbare Pianistin, die sich im Augenblick vor allen Dingen mit Johann Sebastian Bach beschäftigt. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Zu Gast in der Stunde des Höchsten ist heute mal wieder Ann-Helena Schlüter. Sie kennen sie schon von vielen SDH-Gottesdiensten, in denen sie immer wieder ihr musikalisches Können unter Beweis stellt. Auf der ganzen Welt gibt sie nach wie vor Konzerte, ist vielfach mit Preisen ausgezeichnet und gehört zu den hoffnungsvollsten pianistischen Talenten in Deutschland. Jetzt beschäftigt sie sich intensiv mit Johann Sebastian Bach, schreibt sogar ihre Doktorarbeit über ihn. Herzlich willkommen, Dr. Ann-Helena Schlüter. Darf ein Doktor schon sagen? Nein. Noch nicht. Warum beschäftigt man sich in einer Promotion mit Bach? Über den gibt es ja schon ganz viele, schon ganz viel geschrieben worden. Entdecken Sie Neues? Also ich schreibe über die Kunst der Fuge, Rezessionsgeschichte über die Kunst der Fuge. Und ja, gerade weil ich eben nicht nur Musikwissenschaftlerin bin, sondern eben künstlerische Pianistin, möchte ich damit eine Brücke sein, weil sehr viele Bühnenkünstler ja gar nicht akademisch oder wissenschaftlich über ihre Werke schreiben und dafür sehr viele Musikwissenschaftler, die nicht unbedingt oder fast nie auf der Bühne stehen. Und mir gefällt das einfach, das zu kombinieren, weil ich es sowohl spiele, als auch auf CD aufgenommen habe, als auch darüber wissenschaftlich schreibe. Natürlich ist es anstrengend, man muss sehr viel lesen, es gehört sehr viel Fleiß dazu, ich schreibe sozusagen in einem Buch darüber, was andere in allen Jahrzehnten über dieses Werk geschrieben haben. Und erklären Sie mir mal als Laien kurz, was die Kunst der Fuge ist, in drei Sätzen und als Laie. Die Kunst der Fuge ist Bachs letzter großer Zyklus, ein 100-minütiger Fugenzyklus. Da hat er wirklich nur die Essenz der Fuge, keine Präludien, kein Firlefanz, nichts mehr, wirklich die Fuge, alles in D-Moll. Ein einfaches, schlichtes Thema, das immer komplexer und virtuoser wird von Variation zu Variation. Und die längsten Fugen, die Bach je geschrieben hat, und das ganz Besondere ist, er hat seinen Namen B-A-C-H in der letzten Fuge eingebaut, kurz bevor es abbricht. Man weiß bis heute nicht, warum. Also man kann, viele nennen es ein mystisches Werk, ich finde es ein sehr geistliches Werk, obwohl es keinen Text hat. Ich sehe da gerade noch so Noten einer Fuge. Richtig, können Sie richtig, uns da richtig. Mal zeigen, wie sowas aussieht? Das ist hier die Kunst der Fuge. Ich habe sie hier in der Studienausgabe komplett durchanalysiert. Wahnsinn. Die werden ja dann immer komplexer. Ich habe sie hier ganz klein, damit ich sie auf der Bühne auch spielen kann. Diese Noten darf ich auch niemals im Zug irgendwie verlieren, weil das sind meine Ausgaben mit allen Fingersätzen, mit allen Überlegungen dazu. Ich habe es auch farbig markiert, wann was kommt. Das Berühmte bei Bach sind ja auch die vielen Gegenstimmen. Es sind Spiegelfugen dabei, die sich vorwärts und rückwärts komplett spiegeln, obwohl man das gar nicht hören kann. Das kann man allerhöchstens sehen. Meine Zeit. Frau Schlüter, an Bach sind mir drei Dinge aufgefallen. Er schreibt über ganz viele Stücke immer
diese Initialen SDG, Soli Deo Gloria. Genau. Was weiß man denn über Bachs Frömmigkeit? War er wirklich ein sehr frommer Mann? Ja, er hat sehr konsequent über 1000 Werke Soli Deo Gloria oder die gekennzeichnet damit oder mit JJ Jesus hilf. Also ich kenne keinen anderen Komponisten in dieser Genialität, der so konsequent das verwendet hat. Ich finde, man kann auch in der Entwicklung von Bachs Leben merken, dass ihm die Anerkennung von Menschen nicht mehr wichtig war am Schluss. Und das kann man ja gar nicht ohne Gott schaffen und trotzdem bis zum letzten Atemzug komponieren. Mhm. Er hat ja schon mit 9 Jahren beide seine Eltern verloren. Das ist ja ein gravierendes Erlebnis. Mhm. Es muss ihm ja irgendwas passiert sein, dass er so hartnäckig an seiner Berufung dran geblieben ist. Ich finde, man kann vieles in seinem Leben sehen, abgesehen von Soli Deo Gloria, innerhalb auch seiner Musik. Mhm. Ich weiß noch, wie ich die ersten Takte der Kunst der Fuge angefangen habe zu üben. Ich habe gleich gemerkt, ich habe es hier mit einem sehr tiefen geistlichen Werk zu tun. Ich finde, man kann die Demut spüren. Dann fällt mir an Bach auf, wenn man sich mit ihm beschäftigt, man weiß immer ganz genau, was er verdient hat. Und man sagt immer, er gehörte zu den bestverdiensten Musikern und so. Man weiß genau, was das Monatssalier war und so weiter und so fort. War er sehr mit dem Geld beschäftigt, sehr auf den Erfolg getrimmt? Warum weiß man so genau, was er verdient hat? Naja, weil er halt diese Stelle des Thomaskantors hatte. Also ich würde mal so sagen, er hätte sehr viel mehr Geld verdienen können, wenn er auf Karriere und auf wirtschaftlichen Erfolg ausgewiesen wäre. Händel zu seiner Zeit hat in London mit Opern sehr viel mehr verdient. Mhm. Bach hat ja für seine ganze große Familie sorgen müssen. Der ist ja nicht auf die Idee gekommen, die im Stich zu lassen. Hätte er als Single irgendwo sicher sehr viel besser hingekriegt, wesentlich mehr Geld zu verdienen. Diese Stelle war natürlich relativ so bezahlt, dass er seine Familie damit ernähren konnte, aber das waren ja Waisenkinder, die er da betreut hat. Da gab es Läuse und zig Sachen. Also die ganzen hygienischen Umstände, wo er gelebt hat, waren katastrophal. Deswegen sind auch die jüngsten Kinder waren krank und sind gestorben. Also ich denke, um wirtschaftlichen Erfolg in dem Sinn, vielleicht ging es ihm, als er ein junger Künstler war, wie allen anderen auch darum, gesehen zu werden und Geld zu verdienen. Aber nach 27 Jahren in Leipzig, als er gemerkt hat, er kommt da nicht mehr weg, da muss es bei ihm wirklich einen Turnaround gegeben haben, wo er wirklich gewusst hat, er hat eine Berufung, egal ob die Geld bringt oder nicht, er hält da bis zum Schluss dran fest. Was als drittes mir aufgefallen ist, er hat mit 2 Frauen 20 Kinder gezeugt. Weiß man was über seinen Charakter als Familienmensch, als Vater, als Ehemann? Weiß man was über sein Liebesleben? Er hat doch eigentlich gar keine Zeit gehabt. Also man weiß leider sehr relativ wenig darüber, weil er war jetzt, wir haben glaube ich nur einen einzigen handgeschriebenen Brief von ihm. Gut, er war sehr verliebt in seine erste Frau, das war völlig klar. Und es war sehr schlimm für ihn, als sie gestorben ist. Ich meine, er ist ja mit Tod schon als er 9 Jahre alt war, ganz krass konfrontiert worden. Er hat dann natürlich, weil es die kleinen Kinder gab, die Kindessterblichkeit war ja sehr hoch, auch bei ihm in der Familie, musste er schnell wieder heiraten. Ich weiß jetzt nicht, wie verliebt er in die zweite Frau gewesen ist, aber ich glaube, da war auch sehr viel Liebe im Spiel. Als Vater war er so relativ weich, das erinnert mich immer so ein bisschen an den König David. Er hat versucht, seinen Söhnen das zu ersparen, an Arbeit und an all diesem Fleiß, was er hat aufbringen müssen, da er keine Eltern mehr hatte. Mhm. Aber irgendwie ist es ein bisschen nach hinten losgegangen. Also ein paar seiner Söhne sind im Vergleich zu Bach, der ja total diszipliniert und konsequent war, ein bisschen verwöhnt, ein bisschen easygoing ins Leben gegangen. Also ich meine, heutzutage ist ja wirklich Johann Sebastian Bach derjenige, der zwar als alte Perücke von seinen Söhnen so genannt wurde, aber der jetzt heutzutage weltweit, international auf allen seinen Bach-Forschungen der berühmte Bach ist. Mhm. Wenn man sagt Bach, meint man ihn, Johann Sebastian, und nicht seine Söhne. Und seine Söhne haben ihn alte Perücke genannt? Ja. Ich meine, allein schon, wie die Sache der Kunst der Fuge gelaufen ist. Er hat es ja leider nicht vollenden können, weil er war ja schon sehr krank. Und die Söhne wussten nicht genau, wie die Reihenfolge dann im Druck aussehen sollte. Mhm. Und haben das dann so ein bisschen durcheinander gewürfelt. Und dann hat der älteste Sohn das Werk für den Preis der Kupferplatten verscherbelt letztendlich, als es nicht sich rentiert hat. Daran merke ich einfach, an diesen ganzen Dingen merke ich, dass der wirtschaftliche Erfolg und dieser zeitlose Erfolg, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind. Weil bis heute gilt die Kunst der Fuge als ungetoppt das größte Fugenwerk ever. Mhm. Aber damals hat es nur 3 Gulden gekostet. Ich weiß ja nicht, wie viel 3 Gulden sind, aber sicherlich nicht so viel. Mhm. Und in dem Zusammenhang haben die Söhne eben gesagt, ja, der Papa, die alte Verrücke. Mhm. Ah ja.
als Perücke. Bach ist ein Deutscher gewesen, durch und durch. Trotzdem spielen Sie seine Musik auf der ganzen Welt. Reagieren Amerikaner, Schweden oder Australier auf Bach anders als Deutsche? Ja, würde ich sagen. Also es gibt wirklich eine internationale Liebe für Bachs Musik, die auch gerade im Ausland total stark ist. Auch in Australien und Amerika habe ich gemerkt, es gibt ganze Gesellschaften völlig aus dem Häuschen, diese Werke am Leben zu halten und viel zu spielen. Also gut, es gibt ja auch Christen weltweit. Ich merke, dass auch gerade Menschen, die sich für geistliche Dinge interessieren, sehr an Bachs Musik interessiert sind. Aber nicht nur, ganz erstaunlich, habe ich auch schon die unterschiedlichsten Leute erlebt. Leute, die wirklich gar nichts mit Gott zu tun haben wollen, die Bachs Musik wundervoll finden. Mhm. Das erstaunt mich sehr, finde ich aber toll, finde ich super. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Schlüter, dass Sie bei uns sind und bei uns bleiben, denn heute gibt es eine Premiere. Es gibt eine musikalische Bach-Predigt von Ihnen. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Herzlichen Dank. Und ich freue mich an Ihrer Bach-CD. Ann-Helena Schlüter spielt Bach. Wenn Sie daran Interesse haben, schauen Sie nach auf unserer Homepage, in unserem Online-Shop stundedeshoechsten.de oder Sie erhalten die CD auch überall im Handel. Jetzt freuen Sie sich mit mir auf Ann-Helena Schlüter, Soli Deo Gloria und Johann Sebastian Bach. Für mich als Pianistin ist Johann Sebastian Bach mein Vorbild, da er nie aufgab und über 1000 Werke mit Soli Deo Gloria betitelte. Das bedeutet allein zur Ehre Gottes. Auch schrieb er JJ über oder unter jedes Werk. Das bedeutet Jesus hilf. Trotz seiner großen Gabe und seines enormen Fleißes gab er damit zu, dass er immer auf Jesu Hilfe angewiesen ist. Man könnte sogar sagen, gerade wegen seiner großen Gabe und Berufung bat er Jesus um Hilfe. Um nicht eingebildet zu werden oder dem Ruhm oder Geld zu verfallen oder dem Ehrgeiz, musste er sich an Gott halten, dem größten Künstler, den es überhaupt gibt. Es gibt keinen anderen genialen Komponisten, der so konsequent dem, der ihm die Gabe der Musik, der Kreativität und der Kunst gegeben hatte, alles zur Anbetung wieder zurückgab und ihm allein alle Ehre brachte. Und genau darin ist er mein großes Vorbild. Ja, man darf, finde ich, ein Vorbild haben, das schon tot ist. Das macht nichts. Er inspiriert mich und ist für mich nicht tot, sondern seine Musik und die Tiefe, die in seinen Klängen steckt, die Seele, der Geist, die sind alle irgendwie zeitlos und sind für mich inspirierend und ein Vorbild. Er schrieb über 300 Kantaten, jeden Sonntag eine neue. Und er bekam oft Kritik und Widerstand, aber er gab nie auf und komponierte bis zum letzten Atemzug. Auch darin ist er mein Vorbild. Ich möchte auch bis zum letzten Atemzug wirklich Musik machen und komponieren. Natürlich ist Bach nicht Gott, aber die Gabe, die er geschenkt bekommen hat, die Vision oder dieses Prophetische auch, das ist göttlich, weil Gott es ihm geschenkt hat. Obwohl er nur ein ganz normaler Mensch war mit Fehlern, sogar einer, der zu leiden hatte und durch eine schmerzhafte Schule der Demut gehen musste, wie viele große Künstler. Mit 9 Jahren zum Beispiel verlor er beide Eltern innerhalb von 10 Monaten und wurde vollweise. Das muss ja sehr schlimm gewesen sein. Ein Wunderkind wie Mozart konnte er damals nie sein. Er war arm, musste sich hinten anstellen und zu seinem großen Bruder ziehen. Und schon hier lernte er Demut. Zum Beispiel wanderte er zu Fuß zu seinen Vorbildern, zum Beispiel zu Buxtehude, kilometerweit, schrieb Noten ab, war immer auf dem neuesten Stand, was die Musik seiner Zeit anging, fleißig, wissbegierig, geduldig und immer von Gott irgendwie bedeckt, dass er nie zu früh im Rampenlicht stand, so als Wundertier vorgeführt auf irgendwelchen Höfen. Und ich glaube, das war seine große Chance und seine große Hilfe für seinen Charakter. Manchmal ist gerade das, was uns ärgert, am hilfreichsten für unsere Berufung, wenn wir von Gott noch ein bisschen bedeckt gehalten werden, also wie unter seinen Flügeln sind und nicht sofort ganz schnell erfolgreich sind.
wenn man damit nämlich nicht gut umgehen kann. Das ist ja normal für einen Menschen. Als junger Musiker wollte er gesehen und anerkannt werden, so wie ich zum Beispiel auch und auch die meisten Musiker. Und obwohl er arm war, reiste er und spielte Konzerte, so viel er konnte. Und er war einer der virtuosesten Organisten seiner Zeit. Er stimmte Orgeln, er fand und baute Instrumente, komponierte. Und doch, als er Thomaskantor in Leipzig wurde, da war das aus mit dem Orgelspielen und das Beachtetwerden und die große Anerkennung. Weil sein Job war ja nicht mehr der Organist sein, der hier komponierte, sondern er musste Lateinunterricht geben und für die Jungen da sein, die Waisen waren und die irgendwelche Seuchen hatten, Läuse und so weiter. Doch gerade da in dieser Zeit komponierte er seine größten geistlichen Werke, als er von der Anerkennung von Menschen unabhängig werden musste. Und ja, 27 Jahre hat Bach in Leipzig ausgehalten. Wir wissen, dass er wirklich versucht hat, von Leipzig wegzukommen. Aber Gott hat ihn gerade auch da gelassen und wir verdanken dieser schweren Zeit einige der größten Werke, die er geschrieben hat. Zum Beispiel die Kunst der Fuge. Hier ist sie. Und daraus spiele ich jetzt das erste Thema, dieses Thema in D-Moll. Bach hatte Hoffnung trotz Hindernissen. Er zeigt mir, als wäre ein Freund, der jetzt hier ist, dass Erfolg bei Gott ein anderes Gesicht hat, als wir manchmal denken. Johann Sebastian hat nicht den wirtschaftlichen Erfolg erlebt, den er mit seiner genialen Gabe in dem Sinn erlebt haben könnte, aber Erfolg für die Ewigkeit, weil er Hoffnung hatte. Fuge zu schreiben, obwohl ihm Anerkennung zu Lebzeiten verwehrt wurde, obwohl der Nachfolger bereits wartete, dass Bach endlich stirbt, obwohl erst 150 Jahre später seine Kunst der Fuge aus der Versenkung gehoben wurde, obwohl Fuge zu seiner Zeit nicht mal mehr modern war,
weil es zeitlose Musik ist, die bis heute gehört und für immer gehört werden wird. Als hätte er geahnt, dass es Erfolg gibt über den Tod hinaus. Etwas, das nur Gott schenken kann. Johann Sebastian Bach konzentrierte sich ganz auf seine Berufung, ließ sich durch Trubel und verlockende Opernkarriere in England oder Italien nicht ablenken. Er blieb ganz in Stille und Routine und schrieb im Verborgenen, im Alltag, seine größten Werke, fast wie nebenbei. Auch daran ist er mein Vorbild, weil er erlebte nicht den typischen Erfolg wie heute ein Popstar, aber er erlebte Sieg und Überwindung. Er hatte in puncto Erfolg Weitblick, war nicht aus auf schnellen, kurzen Profit, sondern baute seine Selbstverwirklichung demütig auf. Er besaß geistliche Früchte, eine innere Gewissheit und Langmut. Er sah absolut Sinn in dem, was er tat, völlig unabhängig von Umständen oder was die Menschen dachten. Bachs Musik ist sehr prophetisch. Wer kann schon seinen Namen in Noten, in Musik fassen? Dieses Thema B-A-C-H. Ist eigentlich ein perfektes Fugenthema für jemanden, für den Fuge Berufung ist. Aber Bach, und das sagt sehr viel über seinen Charakter aus, auch wenn wir sonst nicht viel von ihm wissen, weil nicht viele Briefe oder so erhalten geblieben sind, eigentlich nur einer. Trotzdem sagt es ja sehr viel aus, dass er dieses unglaublich gute, würzige, chromatische Thema seines Namens nur als ein kleines Seitenthema in der Kunst der Fuge ganz am Ende seines Lebens im letzten Werk verwendet hat. Und zwar nicht das Hauptthema der Kunst der Fuge, was er hätte machen können. Zum Beispiel Franz Liszt hat B.A.C.H. als ein großes Werk genommen, weil er Liszt natürlich nicht in Töne fassen konnte. Aber Bach, er hat seinen Namen als Seitenthema eingebaut, obwohl er natürlich ganz genau gewusst hat, dass das ein perfektes Fugenthema ist. Was Bach getan und gelebt hat, hat Paulus in folgende Worte zusammengefasst. Wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Ich spiele den Sterbechoral von Bach, den er an seinem Todesbett diktieren ließ und den wir auch heute noch singen. Vor deinen Thron trete ich hiermit.